Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening. Im letzten Part haben wir den Zauberwald bezwungen und jetzt haben wir jetzt endlich den Schlüssel. Und zwar zum Wurmpalast. Und zwar im südlichen Strand. Jetzt öffnen wir es. Genug geredet, los geht's. Und wumms, da geht schon jetzt die Gitter runter. Zwei Gitterstäbchen und da gehen wir jetzt rein. Mal sehen, was uns erwartet. Der Wurmpalast. Und es sind lauter Gegner. Man sieht es auch, diese roten Schleimchen sind auch schon mal wieder da. Natürlich gibt es auch ein paar Gegner, die wir schon sehr gut kennen, wie im ersten Part. Die Kirby-Stachis und natürlich einige Mario-References hier. Und hier haben wir natürlich einen kleinen Schlüssel hier gefunden. Yay! Verdammt, warum muss ich jetzt gähnen während des Let's Play jetzt gerade? Es ist nicht einmal ein paar Minuten vergangen und schon muss ich gähnen, ne? Ich weiß, es ist jetzt gerade erst am Abend, gerade erst in der Früh. Bin gerade erst aufgestanden, so zwischen die 6 Uhr in der Früh und jetzt drehe ich schon jetzt Let's Plays. Ja, ich bin ein sehr guter Frühaufsteher mit meinen 27ern. Na gut, hier haben wir jetzt die Karte gefunden. Damit wir haben jetzt mal Übersicht auf den Dungeon. Und der sieht ja ziemlich sehr komplex aus. Aber ich will ja wirklich all die ganzen Räume mal abchecken. Ich weiß nicht, ob wir den ganzen Ort jetzt dann mal richtig durchchecken werden, denn manche Orte sind ja versperrt. Da ist ein versteckter Raum. Auch die Skelette, die wir schon kennen von Link to the Past, sind auch schon mal hier drin. Und die Mini-Voldor-Moldam-Viecher auch noch dazu. Und diese, oh ja, genau, die kennen wir auch noch. Diese Dinge, die uns manchmal echt auf die Nerven gegangen sind, damals in A Link to the Past. Und ja, mit A Link to the Past werde ich auch wahrscheinlich Let's Playen. Genau dasselbe wird auch mit Legend of Zelda The Minish Cap sein. Vielleicht nach Link's Awakening werde ich dann The Legend of Zelda Oracle of Ages und Oracle of Seasons einmal Let's Playen. Das ist natürlich auf den Game Boy Color. Aber ich bin mal gespannt, ob wirklich dann Nintendo dann irgendwann mal ein Legend of Zelda Oracle of Ages oder Oracle of Seasons ein Remake machen würden. Ich weiß ja selbst, die beiden Spiele sind ja natürlich von Capcom produziert worden und von Nintendo gepublished. Tja. Hier ist noch wieder diese Hackviecher. Oh mein Gott. Ja, ich habe gedacht, er wird jetzt dann mich nicht treffen. Verdammt. Aber so komplex sieht es ja eher doch nicht aus. Ich bin jetzt das erste Mal jetzt in diesem Dungeon jetzt drin, Leute. Und ich weiß ja selbst, in Game Boy war ich noch nie in diesem Dungeon drin. Noch nie. Also, wundert euch nicht, wieso ich jetzt weniger weiß jetzt in diesem Map, aber ich weiß ja selbst. Die Statue sagt etwas, das ohne ihren Schnabel verstehst du sie nicht. Oh, da brauchen wir irgendwo den Schnabel zu finden. Wo ist er denn eigentlich? Wir haben noch einen Schlüssel übrig. Boah, ich muss jetzt wirklich einen Red Bull nehmen jetzt dann, damit ich jetzt wach bleibe. Nicht, dass ich dann mitten beim Spülen im Wald einpenne. Augen offen halten, Red. Augen offen halten, Red. Hier ist noch ein Weg versperrt, aber den können wir mit dem Schwert abschneiden. Und die Truhe. Und wenn wir alle Gegner besiegt haben, kriegen wir natürlich 20 Rubine. Wie nett von euch. Das ist sehr nett von euch. So, die Plattformen zeigen ja überhaupt nichts Gutes. Daher, deshalb tue ich jetzt mal das hier vermeiden. Ich würde das auch wahrscheinlich tun. So, ich weiß doch, da gibt es noch einen weiteren Weg, noch in der linken Seite am Eingang. Das habe ich ja fast übersehen, aber wir können jetzt noch extra nachschauen, was uns jetzt der Schlüssel dann bringen wird. Vielleicht kommen wir jetzt dann bald zum Dungeon-Item. Und ich hoffe, wir werden jetzt diesen Dungeon jetzt ohne Tod überstehen. Denn ich hasse es ungern, hier in Link's Awakening zu sterben, denn wir kriegen dann den Secret Ending nicht mal zu Gesicht. Und da habe ich ja überhaupt übelst gehängt. Ich kann mich noch genau erinnern an diesem Let's Play.
Ich muss erst warten, bis er dann endlich einmal die richtige Symbol hat. Jetzt. Und jetzt haben wir hier ein Item. Und was ist das? Der Schnabel. Du hast den Schnabel aus Stein erhalten. Jetzt fällt nur noch eine Eulenstatue an, die er passt. Und wir können jetzt mal das hier probieren. Stachis müssen... musst du erst mit dem Schild abwehren. Gut zu wissen. Guter Tipp. Ich glaube, hier kommen wir nicht mehr weiter, denn hier wahrscheinlich wird jetzt dann bald hier der Bossraum sein. Ich meine ganz im Ernst, wenn jetzt ein Moldau-Boss ist, weil ich weiß ja selbst, der Boss wird natürlich der Moldau sein, den es immer gibt in jedem Spiel. Und diese Viecher sind die nervigsten Gegner im Spiel, ganz im Ernst. Ganz besonders, ihr werdet es wahrscheinlich nicht glauben, aber Moldau ist mein schlimmster Albtraum in diesem Spiel. Ganz ohne Scheiß jetzt. Mal sehen, was der Schnabel dann bringt hier. Vielleicht bringt es auch hier weiter. Ich glaube, die Schnabel... Wir müssen ja natürlich in jedem Dungeon den Schnabel finden. Ich weiß es nicht. Öffnet sich eine Tür nicht, verschiebe einen Block. Na klar. Ist mir doch nicht früh. Warum ist es mir nicht früher aufgefallen? Oh ja, diese Stachis, die kennen wir schon von Super Mario. Das sind natürlich Bowsers Schergen. Jetzt wundert ihr wahrscheinlich, was machen die hier jetzt in einem Zelda-Franchise? Oh mein Gott, sorry Mikro. Stachis musst du erst mit dem Schild abwehren. Ja, gut zu wissen. Vielen Dank, dass du mir jetzt gerade jetzt erwähnst. Oh, jetzt sind wir auch schon die Goombas. Ja, die Goombas tauchen jetzt auch in diesem Spiel auf. Weil wir wissen ja selbst, Kokolint ist natürlich voll mit Kirby und Mario Gegnern gefüllt. Und vielleicht manche Bosse werden auch wahrscheinlich auch an Kirby und Mario erinnern. Hier scheint wohl jetzt ein Dungeon-Item zu sein. Und tatsächlich haben sie auch mit dieser Kreisklinge auch noch geschützt. Die wir auch abwehren können. Du hast die Greiffeder erhalten. Du fühlst dich plötzlich viel leichter. Ja, und dieses Item können wir auch benutzen. Indem wir... Tja, das werden wir jetzt gleich machen, indem wir es equippen mit X. Natürlich kann jetzt Link höher springen und diesen Feder hier schnappen. Yay! Natürlich können wir auch über Abgründe springen. Wie Mario. Link als Super Mario Ersatz. Das können wir nennen. So, die Stachis werden wir jetzt auch nochmal killen. Aber wir sind sie schon noch einmal gekillt. Haben. Aber ich glaube, jetzt kommt dann bald der Bosskampf. Der Schutzeichel ist... Ja, genau, der Schutzeichel kennen wir schon sehr gut. Wieso müssen wir herumgehen, wenn wir schon springen können? Na gut. Ich glaube, jetzt kriegen wir dann bald den Bossschlüssel. Jetzt ist es noch schnurstracks zum Boss. Sehr gut und... extravagant ausgewichen. Ah, jetzt habe ich mich einmal treffen lassen, verdammt. Ich glaube, der Bossschlüssel ist hier drüben, aber ich glaube, da brauchen wir noch einen weiteren Raum noch zu betreten. An diesem Skelett können wir locker besiegen, zum Glück schmerzen die nicht mit Knochen. Hätte ich mit Heldenbonus gezockt, hätte ich niemals Herzen bekommen. Den Heldenmodus weiß ich nicht, ob ich das Let's Playen werde. Ich glaube eher nicht, denn der Heldenmodus ist natürlich so, dass man keine Herzen refreshed bekommt. Deshalb denke ich jetzt selber, der Normalmodus ist mein Lieblingsfavorit. So, Zwischenboss. Der schmeißt uns jetzt mit dieser Säule hin und her und wir müssen sie ausweichen mit unseren Greiffeder. Und der ist ja aber ziemlich einfach zu besiegen. Wir müssen nur diesen spitzen Stange ausweichen. Und das war's auch schon. So einfach geht das. Was bekommen wir dafür? Eine Feder. Eine Fee. Und eine Teleportation. Und hier ist noch ein geheimer Gang. Und hier ist auch der Boss vorne.
Ich frage mich nur selbst, was gibt es denn hier oben? Aber ich glaube, das war nur für den Herz nur. Nun, ich glaube, da gibt es noch einen Raum, aber da ist noch ein weiterer Raum im Erdgeschoss. Das ist leider versperrt. Da brauchen wir natürlich die Bombe. Aber lass uns jetzt schnell den Teleporter nehmen. Wir brauchen nur noch den Bossschlüssel und dann sind wir schon mit diesem Wurmpalast dann gleich durch. Glaube ich mal zumindest. Denn ich glaube, ein paar sind jetzt leider mit Wände versperrt. Die müssen wir natürlich mit einer Bombe explodieren lassen. Und hier ist ein Schlüssel. Was haben wir hier? Hier sind noch lauter... Oh mein Gott, wir müssen hier ausweichen. Ein Kompass. Du hast den Kompass erhalten. Nun kannst du dich sehen, wo sich der Endboss und ein paar Truhe finden. Außerdem zeigt sich ein akustisches Signal an, wenn du ein Schlüssel in der Nähe ist. Das ist ja super. Wir haben ja natürlich eh doch sogar jetzt alle Schlüssel gesammelt. Hier ist doch eine Truhe, aber wie komme ich dann hier zu dieser Truhe? Da ist nur eine Truhe. Die eine Truhe ist natürlich, wie ihr seht, hier in der Mitte ist natürlich der Bossschlüssel. Aber wo ich jetzt zu dieser nächsten Truhe kommen kann, ich glaube, da brauche ich wahrscheinlich eine Bombe. Definitiv brauche ich hier die Bombe. Denn es gibt keinen extra Weg hier. Und dieser Schlüssel, den wir jetzt haben, können wir jetzt ausnutzen, um den Bossschlüssel zu holen. Um endlich Moldom entgegenzutreten. So. Aber ich glaube, der Part wird jetzt nicht wieder nicht so lang sein. Ich glaube, so circa fast 20 Minuten lang. Aber drück mir die Daumen. Hoffentlich schaffen wir das ohne einen einzigen Tod in diesem Let's Play. Wer weiß. Aber so einfach wird das Let's Play eher doch nicht sein. Aber ich versuche mein Bestes, nicht zu sterben und ein Game Over zu haben. Und hier ist der Finalboss-Schlüssel. Yay! Ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir jetzt durch, außer eine Truhe. Und ich glaube, eine Truhe brauchen wir natürlich für den, für eine Bombe. Glaube ich mal zumindest. Ansonsten gehe ich dann im nächsten Part dann wieder zurück zum Dungeon, wie ich dann darüber kommen kann. Falls ich einen Weg rausfinde, um die letzte Truhe noch zu holen. Aber für jetzt kämpfen wir jetzt einmal gegen den Boss. Mal sehen, wie stark er ist. Hoffentlich wird es nicht so schwer sein. Da habe ich damals schon ausgerastet. Ich konnte den Boss damals nie besiegen in meiner Kindheit. Und es ist kein anderer als das Riesenmoldorn. Raut. Moldorn. Riesenwurm. Aber da müssen wir jetzt aufpassen. Natürlich müssen wir warten. Wir müssen natürlich sein Ende seines Schweifs treffen. Immer wieder. Und jedes Mal, wenn wir ihn treffen, wird er immer schneller und akkurat. Oh mein Gott. Ich habe noch ein Herz. Bitte. Triff, triff, triff. Oh Mensch, triff doch endlich. Oh, das war ziemlich arschknapp. Hätte mich noch getroffen, hätte ich jetzt schon Game Over gegangen. Verdammt. Yay! Wir haben es geschafft. Boss besiegt. Das ging ja sehr schnell. Damit haben wir jetzt unseren ersten Herzcontainer. Die maximale Anzahl deiner Herzen wurde erhöht und alle Herzen wieder aufgefüllt. Yay! Jetzt haben wir 4 Herzen, Leute. Aber, Alter! Ich habe es nicht mitgerechnet, dass es so einfach war, bitte. Ich habe gedacht, jetzt sterbe ich und... Ich fasse es nicht. Wir haben es tatsächlich geschafft, ohne mal zu sterben in diesem ersten Dungeon. Aber mal sehen, wie wir den zweiten Dungeon dann durchziehen werden. Wo es auch sein mag. Holen wir jetzt unseren ersten Instrument, und zwar die Geige. Du hast die Muschelgeige erhalten. Ja.
Oh ja. Wir haben es endlich geschafft. Sumpf. Ein Weg öffnet sich in den Blumen. Das müsste wahrscheinlich jetzt ein weiterer Hinweis sein zu unserem zweiten Dungeon, Leute. Boah, aber ich fasse es immer noch nicht. Ich kann es nicht glauben, dass wir wirklich geschafft haben. Ah, da kommt jetzt wieder die Eule. Das ist ein Instrument der Sirenen. Ja. Hätte nie gedacht, dass du es wirklich findest. Dieses Instrument hat zusammen mit den 7 anderen die Kraft, den Windfisch zu wecken. Du musst sie alle 7 finden und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führt dich dein Weg in den Schleimsumpf im Norden. Und da war noch etwas. Ach ja, uhu. Was uns jetzt erwartet? Naja, wir werden jetzt dann wieder zum Sumpf gehen. Und zwar zum Schleimsumpf, den wir schon im letzten Part einmal kurz einen Besuch abgestattet haben. Aber lass uns jetzt schnell zurück zum Möwendorf gehen. Denn hier gehen wir jetzt wieder zurück durch den Zauberwald. Oh, was ist jetzt hier los? Hey du da! Es ist etwas Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele. Eine Gruppe von Moblins. Dann sind sie zum Haus. Ja, dem Haus von Komet und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Die Musik ist jetzt auch, hat sich auch geändert. Und hier sehen wir schon die Frau. Ah, es ist entsetzlich. Sie haben einen Komet entführt. Die Moblins. Warum hilft denn keiner meinen kleinen Komet? Ja. Wir werden es dann gleich im nächsten Part machen, Leute. Aber, sorry, Füchslein. Na gut. Wir werden dann gleich im nächsten Part dann zum Schleimsumpf gehen. Aber ich habe das Gefühl, dass das Kettenhühnchen hier entführt worden ist von den Moblins. Aber ich glaube, im nächsten Part werden wir ihn wieder zurückholen. Aber jetzt werden wir ihn wahrscheinlich direkt noch von den Moblins retten. Na gut, aber wir werden jetzt ein paar Rubine hier mal farmen. Und ja, wir können jetzt endlich mal unseren ersten Herzteil holen. Das wird jetzt das erste sein und dann gehen wir direkt zum... Ja. Wir nehmen jetzt mal den Herzteil, denn wir brauchen natürlich ein weiteres Herz, um weiter zu überleben. Herzteil 200 Rubine. Vielen Dank und bis bald. Du hast ein Herzteil erhalten. Rufe Plus und in das Inventar auf und sieh dir, wie viele Herzen du hast. Wir haben jetzt 3 von 4. Und ja, wir beenden jetzt uns ein paar Leute. Dann geht es dann direkt schnurstracks zum Sumpf. Und wir werden noch schnell hoffentlich Komet, den Kettenhund, noch befreien. Also, falls ihr Bock drauf habt auf einen weiteren Part, abonniert nicht vergessen und mich unterstützen für ein Let's Play. Also bis zum nächsten Mal, haut rein, wir gehen dann direkt durch den Zauberwald. Bis zum nächsten Mal, euer Red Pocketendo. Ciao!